Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses niedliche Rentier häkeln könnt. Es wird nur sehr wenig hierbei zusammengenäht, das meiste wird direkt mitgehäkelt. Ihr benötigt dazu mehrere Farben Garn, dazu könnt ihr einfach euer Lieblingsgarn verwenden. Einmal die Grundfarbe, einen helleren Ton für die Nase bzw. Schnauze. Eine Farbe für die Hörner, wenn ihr keine dritte Farbe habt, das helle Garn ginge zur Not auch für die Hörner, sieht dann ein bisschen anders aus. Dann noch schwarz für die Augen zum Aufsticken, es sei denn, ihr wollt lieber Wackelaugen oder ähnliches aufkleben. Für die Nase nehme ich rot zum Aufsticken, alternativ ginge auch dunkelbraun oder schwarz für die Nase. Und natürlich etwas Füllwatte und eine passende Häkelnadel zu eurem Garn. Ich benutze ein Polyacrylgarn, was bei 50 Gramm 133 Meter Lauflänge hat. Und dazu eine Häkelnadel mit der Stärke 2,5. Ich wähle immer eine eher kleinere Häkelnadel, wie für das Garn empfohlen ist. Umso enger und fester werden die Maschen. So, ich beginne mit einer Schlaufe. Ihr könnt auch gerne einen Fadenring machen. Und in diese Schlaufe häkle ich zwei Luftmaschen. Und dann in die Schlaufe sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. In der nächsten Runde verdoppel ich jede Masche, das heißt, ich häkel immer zwei feste Maschen in jede Masche der Vorrunde. Und das insgesamt sechsmal, weil ich ja sechs Maschen von der Vorrunde habe. Und wenn ich immer zwei feste Maschen in jede Masche der Vorrunde häkel, komme ich in der nächsten Runde oder auch in dieser Runde auf insgesamt 12 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppel ich jede zweite feste Masche. Das sind dann auch insgesamt wieder 6 Zunahmen. Also eine feste Masche häkeln. In die zweite häkel ich 2 feste Maschen. Das insgesamt 6 Mal. Und komme dann in dieser Runde auf insgesamt 18 feste Maschen. Also jede zweite feste Masche verdoppeln. Und dass man sich nicht verzählt und zufällig mal eine Zunahme zu viel oder zu wenig macht, kann man sich auch hier einen Faden als Markierung reinlegen. Dann sehe ich auch direkt, wann ich meine Runde fertig gehäkelt habe. In der nächsten Runde nehme ich wieder 6 Zunahmen vor. Da verdoppel ich jede dritte feste Masche. Also 2 feste Maschen häkeln. 1, 2 und in die dritte häkel ich 2 feste Maschen. Also auch das Ganze insgesamt 6 Mal. Jede dritte Masche verdoppeln. Und komme dann in dieser Runde auf insgesamt 24 feste Maschen. Das sind dann wieder diese 6 Zunahmen. So, und jetzt sehe ich direkt, hier ist mein Markierungsfaden. Ich habe die Runde fertig gehäkelt. In der nächsten Runde häkel ich direkt die Ohren mit. Ich häkle jetzt erstmal eine feste Masche und dann 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Überspringe nun die auf der Nadel und die nächste und häkle hier rein eine feste Masche. Dann ein halbes Stäbchen. Dazu lege ich den Faden einmal um die Häkelnadel. Gehe in die nächste freie Luftmasche rein, habe nun diese 3 Schlaufen auf der Nadel, die ich zusammen abmasche.
Das Ganze mache ich nochmal in der nächsten freien Luftmasche. Und hier habe ich noch eine freie Luftmasche. Da häkle ich nochmal eine feste Masche rein. Und nun häkle ich noch 12 feste Maschen, bis ich auf der anderen Seite von dem Kopf ankomme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11 und 12. Und das Ganze wiederhole ich hier wieder mit den Ohren. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten zwei Luftmaschen überspringen und in die dritte von der Nadel aus häkle ich eine feste Masche rein. Dann jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen. Und in die letzte freie Masche eine feste Masche. Und nun häkle ich noch die festen Maschen, um meine Runde abzuschließen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und 11. Dann bin ich bei meiner Markierung wieder angekommen. Nach diesen 11 Maschen. Und nun häkle ich noch mal eine Runde mit 6 Zunahmen. Da verdoppel ich jede vierte feste Masche. Und um die Ohren häkeln wir wie folgt rum. Also vor dem Ohr hatten wir eine feste Masche gehäkelt. Und dann gucke ich hier direkt hier hinter dem Ohr ist die nächste Masche, wo ich rein muss. Da gehe ich jetzt mit dem Daumennagel hin, klappe das Ohr weg. Wenn ich da dran ziehe, sieht man auch, dann öffnet sich die Masche ein bisschen. Und dort gehe ich nun mit der Häkelnadel rein. Das Ohr wegklappen. Und da häkle ich meine zweite feste Masche rein. Und so sieht das nun aus. Also zwei, drei Maschen. Und in die vierte häkle ich noch eine fünfte. Insgesamt also auch wieder 6 Zunahmen. 1, 2, 3. In die vierte, noch eine fünfte. Wieder 3 feste Maschen. Und dann wieder 2 feste Maschen in die nächste. Und dann häkeln wir auch wieder beim nächsten Ohr drumherum. Da ist wieder eine Masche vorher. Dann, wenn ich hier an dem Ohr ziehe, sehe ich hier, hinter dem Ohr ist die zweite. Und dann noch eine dritte Masche. In die vierte häkle ich wieder noch eine. Und dann wieder 1, 2, 3. Die vierte verdoppeln, das Ganze noch einmal. Ich habe immer noch meinen Markierungsfaden drinne. Dadurch sehe ich auch, ich bin jetzt gleich mit der Runde fertig, aber inzwischen haben wir auch Ohren. Anhand der Ohren sehen wir ja auch, wo wir nun sind. So, nun hat meine Runde 30 feste Maschen. Auch wenn ich die Ohren hier habe, lege ich mir den Markierungsfaden jetzt hier neu rein und häkel hier drauf nun erstmal 4 Runden mit jeweils 30 feste Maschen. So, nun habe ich die 4 Runden gehäkelt. Jetzt beginne ich mit den Abnahmen. In den nächsten Runden nehme ich jeweils 6 Abnahmen in jeder Runde vor, dass ich auf insgesamt nur noch 12 feste Maschen in der letzten Runde komme. Die jetzige Runde hat 30 feste Maschen. Ich nehme hier 6 Abnahmen vor, das heißt, ich häkle jede vierte und fünfte zusammen. Also erstmal 1, 2, 3 Maschen häkeln. Dann in der vierten eine Schlaufe durchholen, in der fünften und diese zusammen abmaschen. Und das insgesamt 6-mal, beziehungsweise bis ich einmal rund gehäkelt habe und an der Markierung wieder angekommen bin. Also 3 feste Maschen, die vierte und fünfte zusammen häkeln.
Insgesamt 6 Mal. Auch in der nächsten Runde nehme ich 6 Abnahmen vor. Da häkle ich jede dritte und vierte Masche zusammen. Also erst einmal 2 feste Maschen und dann die dritte und vierte zusammenhäkeln. Noch 5-mal wiederholen, also insgesamt 6-mal 2 feste Maschen, die dritte und vierte zusammenhäkeln. Insgesamt 6-mal. So. Nun hat meine Runde 18 feste Maschen. Ich nehme jetzt noch eine Runde mit Abnahmen vor. Jeweils wieder 6 Abnahmen, eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln und das Ganze wieder insgesamt 6-mal. Jede zweite und dritte Masche zusammenhäkeln und somit komme ich dann auf insgesamt 12 feste Maschen in dieser und auch somit letzten Runde. Noch einmal eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln. Den Faden nun abschneiden. Er muss auch nicht sehr lang abgeschnitten werden. Und das Ganze nun ausstopfen mit Füllwatte. Schön gleichmäßig verteilen die Watte. Und nun geht es weiter mit dem Körper. Als nächstes häkeln wir erstmal die Beine und die Arme. So, ich beginne mit den Beinen wieder mit einer Schlaufe, beziehungsweise ihr könnt einen Fadenring machen und 2 Luftmaschen und in diese Schlaufe auch 6 feste Maschen. So, und noch eine Runde drauf, wo ich jede Masche verdoppel. Also immer 2 feste Maschen in jede Masche häkeln. Eins, zwei, alle 6 Maschen 2 feste Maschen. Und das sind dann insgesamt 12 feste Maschen. Und hier drauf häkel ich noch eine Runde mit 12 festen Maschen. Und in der nächsten Runde nehme ich 3 Abnahmen vor. Da ich 12 feste Maschen habe, sind das dann jeweils die dritte und vierte feste Masche, die ich zusammenhäkle. Also erstmal 2 feste Maschen, dann die dritte und vierte zusammenhäkeln und das Ganze insgesamt 3-mal. 2 feste Maschen, die dritte und vierte zusammenhäkeln, 2 feste Maschen und die dritte und vierte zusammenhäkeln. Noch eine Runde mit 3 Abnahmen. Meine Runde hat jetzt 9 feste Maschen. Da häkle ich jetzt jede zweite und dritte zusammen. Eine feste Masche, die zweite und dritte zusammenhäkeln. Noch 2-mal eine feste Masche, die zweite und dritte Masche zusammenhäkeln. Noch einmal, wenn ihr dünneres Garn benutzt, müsst ihr jetzt schon mal ausstopfen, weil die Öffnung jetzt sehr klein wird. Ich habe nämlich jetzt nur noch 6 feste Maschen. Bei dem Garn geht so gerade noch meine Häkelnadel als Hilfe dadurch, dass ich jetzt hier ein klein wenig Watte mit Hilfe der Häkelnadel reinstopfen kann. So. Und die Öffnung drücke ich nun hier oben so platt aufeinander, dass sich diese letzte Masche rechts außen befindet. Und gehe hier unten in die nächste Masche rein, steche einfach diese nach hier hinten durch
und häkel so eine feste Masche in die nächste Masche rein, komplett nach hinten durchstechen und eine zweite Masche. Zum Abschluss mache ich noch eine Luftmasche drauf und schneide den Faden relativ kurz ab. Das ist jetzt auch schon das fertige Bein. Genauso brauchen wir noch ein zweites Bein. Jetzt fehlen noch die Arme. Auch hier wieder mit einer Schlaufe oder einem Fadenring beginnen und zwei Luftmaschen hier drauf häkeln und sechs feste Maschen in die Schlaufe häkeln. Und hier drauf nun drei Runden mit jeweils sechs festen Maschen häkeln. Also insgesamt einfach 18 feste Maschen häkeln oder 3x bis 6 zählen. Nach diesen drei Runden wird es genauso wie bei dem Bein hier oben platt gedrückt und hier oben mit zwei festen Maschen zugehäkelt. Zum Schluss mache ich eine Luftmasche drauf, dann löst sich das nicht so schnell auf. Faden auch hier relativ kurz abschneiden und genauso einen zweiten Arm häkeln. Nun geht es weiter mit dem Körper. Der beginnt genauso wie der Kopf mit auch wieder natürlich einer Schlaufe, einem Fadenring, zwei Luftmaschen und sechs festen Maschen. Und in den nächsten Runden jeweils sechs Zunahmen, bis wir auf 24 feste Maschen kommen. So, jetzt aber erstmal die sechs festen Maschen in die Schlaufe häkeln. Und in der nächsten Runde jede Masche verdoppeln. Also immer zwei feste Maschen in jede Masche häkeln, dass ich auf insgesamt 12 feste Maschen komme. Das sind dann wieder meine sechs Zunahmen. Und in der nächsten Runde wieder genauso sechs Zunahmen vornehmen. Da wird dann wieder jede zweite Masche verdoppelt. Also eine feste Masche. In die zweite häkle ich zwei feste Maschen. Und das Ganze auch wieder insgesamt sechsmal, bis ich auf 18 feste Maschen in dieser Runde komme. Eine feste Masche, die nächste verdoppeln. Eine feste Masche, die nächste verdoppeln und noch einmal. So, das sind meine sechs Zunahmen. Jetzt habe ich 18 feste Maschen. Auch die nächste wieder mit sechs Zunahmen, wo ich jede dritte verdoppel. Also zwei feste Maschen. In die dritte Masche häkle ich zwei Maschen. Das auch wieder insgesamt sechsmal. Jede dritte Masche verdoppeln. Nun sind wir auch fertig mit den Zunahmen und in dieser Runde brauchen wir jetzt auch schon die Beine. Die häkeln wir nämlich direkt mit fest. Ich häkle jetzt erst einmal eine feste Masche. Dann nehme ich ein Bein dazu. Lege das nun so da drauf. Tue den Anfangsfaden jetzt erstmal hier beiseite. Und gehe hier in diese erste Masche rein und hier vom Körper, hoch, jetzt bin ich verrutscht, Entschuldigung, und hier vom Körper in die nächste freie Masche. Jetzt habe ich schon eine übersprungen. Das ist, wenn man, umso dünner die Wolle, desto schwieriger ist das natürlich genau zu treffen. So, also in die erste Masche hier vom Bein und in die nächste freie Masche vom Körper. Und das so mit einer festen Masche zusammenhäkeln. Den Faden häkel ich in die Maschen nur mit ein. Also in die nächste freie Masche gehe ich rein. Und auch hier vom Körper in die nächste freie Masche. Und den Faden, den lege ich hier über den Rand drüber, dass ich ihn in die Maschen im Inneren mit einhäkel.
So, nun häkle ich drei feste Maschen. Und dabei häkle ich den Faden auch noch mit ein. Der liegt jetzt einfach hier über die Maschen drüber. Und somit wird er automatisch mit eingehäkelt, wenn ich jetzt meine drei festen Maschen häkle. So, nochmal dran ziehen, dass es auch schön fest ist. Nun nehme ich das zweite Bein. Gehe auch hier wieder in die Masche rein. Und hier in die nächste freie Masche. Und häkel das nun mit einer festen Masche fest. Den Faden einfach wieder hier drüber legen, in die nächste freie Masche und hier in die nächste freie Masche. So ist das Bein auch mit zwei Maschen festgehäkelt. Nun häkel ich acht feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Denn nun häkel ich ein kleines Schwänzchen, das deuten wir an mit einer Büschelmasche. Dazu häkeln wir vier Stäbchen, die wir zusammen abmaschen. Faden um die Nadel legen, in die nächste Masche rein, Faden durchholen und durch die ersten zwei Schlaufen auf der Nadel durchziehen. Diese noch nicht abschließen, die Masche. Jetzt wird der Faden wieder um die Nadel gelegt, Faden durchgeholt und wieder nur durch die ersten zwei Schlaufen gezogen. Noch zweimal Faden um die Nadel, Faden durchholen, durch die ersten zwei Schlaufen, noch einmal. Und alles hier unten immer in die gleiche Masche rein. Und auch wieder hier nur durch die ersten zwei Schlaufen. Und somit habe ich jetzt fünf Schlaufen auf der Häkelnadel. Und hier durch hole ich nun den Faden komplett. Nun häkel ich noch sieben feste Maschen, um meine Runde fertig zu häkeln. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Und nun bin ich wieder hier angekommen, wo ich meine ersten Masche von der nächsten Runde gehäkelt habe. Hier lege ich mir nun wieder einen Markierungsfaden rein und häkel jetzt erst einmal eine Runde hier drauf mit 24 festen Maschen. In den nächsten drei Runden nehme ich jeweils drei Abnahmen vor. Meine Runde hat 24 feste Maschen, also häkel ich hier jetzt jede siebte und achte Masche zusammen. Also erst einmal sechs feste Maschen häkeln, drei, 4, 5 und 6 und die siebte und achte zusammenhäkeln und das Ganze noch zweimal. Die siebte und achte Masche zusammenhäkeln, bis ich wieder am runden Anfang bin. Und auch in der nächsten Runde drei Abnahmen. Da häkel ich dann jede sechste und siebte zusammen. Könnt ihr euch den Markierungsfaden nach oben legen, um es besser zu sehen. Also erst einmal fünf feste Maschen, vier, fünf und die sechste und siebte zusammenhäkeln und das Ganze noch zweimal, dass ich auf drei Abnahmen in dieser Runde komme. So, noch eine Runde mit drei Abnahmen. Ich häkel nun jede fünfte und sechste Masche zusammen. Also meine Runde hat 18 feste Maschen. Dadurch häkle ich jetzt erstmal vier feste Maschen und die fünfte und sechste zusammen. Und das Ganze jetzt noch zweimal. So sieht das Ganze jetzt aus. Nun häkeln wir die Arme fest. Ich nehme wie bei den Beinen auch jetzt erstmal einen Arm und gehe hier mit der Häkelnadel rein. Und hier in die nächste freie Masche und häkel diesen Faden nach hinten wegklappen mit einer festen Masche und in die nächste Masche rein mit der zweiten festen Masche fest. Nun häkel ich fünf feste Maschen bis zur anderen Seite und mache das gleiche mit dem zweiten Arm.
Hier häkle ich auch wieder den Faden mit ein, indem ich ihn einfach hier über die Maschen lege. 2, 3, 4 und 5. Und den zweiten Arm mit der Häkelnadel reingehen und hier in die nächste freie Masche reingehen. Also mit 2 festen Maschen wieder festgehäkelt und nun sollten es noch 6 feste Maschen sein, bis die Runde fertig gehäkelt ist und wir hier auf der anderen Seite beim anderen Arm wieder ankommen. 4, 5 und 6. Und hier drauf häkeln wir noch eine Runde mit 3 Abnahmen. Die Runde hat 15 feste Maschen, also häkle ich jede vierte und fünfte Masche zusammen. 3 Maschen. Markierungsfaden ziehe ich mal raus. Die vierte und fünfte zusammenhäkeln und das Ganze wieder insgesamt dreimal, dass ich auf 3 Abnahmen komme. 3 feste Maschen. Die vierte und fünfte zusammenhäkeln. 1, 2, 3. Und die vierte und fünfte. Noch mit einer Kettmasche hier zum Schluss abschließen. Und den Faden müssen wir jetzt etwas länger abschneiden. Denn damit nähen wir nun Kopf und Körper zusammen. Natürlich erst noch Füllwatte in den Körper stopfen. Mit dem Finger oder der Hilfe der Häkelnadel. Und dann am besten eine Stopfnadel nehmen. Stopfnadeln sind vorne nicht so spitz. Da piekst man sich nicht ganz so schnell in den Finger. So, ich führe den Faden eben mal durch die nächste Masche von innen nach außen. Dann ist der Übergang hier schöner, lässt sich leichter dann festnähen und hier drauf nun den Kopf so platzieren, hier noch mal fest dran ziehen und den Faden ins Innere stopfen. Das Ganze nun so aufeinander legen und darauf achten, dass, wenn man das jetzt so zusammennäht, sich die Ohren quasi in einer Linie seitlich über den Armen befinden. Geht natürlich auch, dass er dann ein bisschen schief guckt. Man kann es natürlich so festnähen, dass er dann zur Seite guckt, aber ich möchte, dass er geradeaus später guckt. Und dadurch gucke ich nochmal von allen Seiten, wenn ich das hier so hier drauf lege, dass die Ohren wirklich an den Seiten sind. Und dann gehe ich hier um eine Masche hier oben vom Kopf. Und dann hier unten um eine Masche vom Körper. Und so nähe ich das nun rundherum abwechselnd zusammen. Immer abwechselnd um eine Masche vom Kopf und eine Masche vom Körper. Zwischendurch noch mal gucken, ob er gerade ist. Er wird ein bisschen schief. Noch kann man das ein bisschen regulieren und zurechtrücken. Und entsprechend hier unten vielleicht eine Masche überspringen. Man kann nachher noch mal eine Runde machen, dass, wenn man einmal rundherum alles festgenäht hat, noch mal drüber nähen quasi. Dann wird es auch richtig stabil, dass ich nichts mehr lösen kann. Und so kann man noch ein paar Millimeter, falls der Kopf etwas schief ist, noch mal regulieren und das Ganze noch mal verschieben beim Festnähen.
Und die Naht wird auch beim zweiten Mal drüber nähen meistens ein bisschen schöner noch. Und anschließend einfach den Faden dann vernähen, um ein paar Maschen ins Innere ziehen oder abschneiden. So. Fast geschafft. Zusammennähen dauert ja oft länger als das eigentliche Häkeln. Deswegen habe ich hierbei schon darauf geachtet, dass man möglichst wenig zusammennähen muss. Die Arme und Beine hat man sich schon mal gespart und die Ohren. So ganz kommt man nicht immer drum rum. So, ich vernähe jetzt den Faden noch hier so ins Innere. Das kleine Ende hier ziehe ich noch mit der Häkelnadel ins Innere. Dann habe ich keinen Überschuss, kein Abfall und es ist alles verwertet. So, noch sieht das Ganze recht lustig aus, denn es fehlen ja noch die Schnauze und die Hörner. Wir machen jetzt weiter mit der Schnauze. Dazu brauchen wir das naturfarbene Garn. Auch hier wieder mit einem Fadenring oder einer Schlaufe beginnen und zwei feste Maschen, zwei Luftmaschen reinhäkeln und sechs feste Maschen in die Schlaufe. 2, 3, 4, 5 und 6. Und auch hier jede Masche der Vorrunde verdoppeln. Also immer zwei feste Maschen in jede Masche häkeln, dass ich auf insgesamt 12 feste Maschen komme. Und hier drauf noch eine Runde mit 12 festen Maschen häkeln. Nach dieser einen Runde mit 12 festen Maschen mache ich auch zum Abschluss eine Kettmasche und schneide den Faden etwas länger ab. Und schon ist die Schnauze auch fertig. Die nähe ich jetzt auch direkt auf. Nehme hierzu wieder meine Stopfnadel. Und platziere diese nun vorne auf den Kopf, ziemlich weit unten. Und zwar so, dass ich maximal noch zwei Runden von dem Kopf hier unten sehe. Und dort nähe ich die nun fest. Nochmal schauen, dass sie mittig zwischen den Ohren platziert ist. Und nun das Ganze rundherum festnähen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder nur durchs hintere Maschenglied von der Schnauze nähen oder komplett durch beide Maschenglieder, was euch da besser gefällt. Probiert auch gerne ein bisschen aus. Ich halte die Einzelteile, die ich festnähe, meistens nur mit den Fingern fest, aber selbstverständlich könnt ihr auch Stecknadeln nehmen und sowas erstmal feststecken, um zu schauen, ob die Position stimmt. Und es dann feste nähen. Ein ganz klein bisschen Füllwatte nehme ich, nachdem ich ungefähr die Hälfte festgenäht habe, und stopfe das nun hier rein und nähe es nun weiter rundherum fest. Nun bin ich hier unten wieder angekommen beim Festnähen. Ein klein wenig den Faden noch vernähen. Und dann irgendwo durchs Innere vom Kopf vernähe ich den Faden noch so lange, bis das Ende ganz kurz ist und ich es mit der Häkelnadel auch hier wieder ins Innere ziehen kann. Und nun ist die Schnauze auch schon fertig festgenäht. Ich
Dicke auch jetzt schon die Nase drauf. Das könnt ihr natürlich auch erst ganz zum Schluss machen. Also teile ich mir das Aufsticken ein bisschen auf. Die Augen mache ich erst zum Schluss. So, ich gucke nun, dass ich ungefähr Nach der ersten Runde die Mitte treffe. ich nehme Rot. Eine andere Farbe geht natürlich auch. So wird es eher ein Rudolf, ein Rentier Rudolf. Und sticke nun über die zweite Runde mit ein paar Stichen so oft, bis ich die gewünschte Dicke und Größe der Nase habe. Und dann einfach nach hinten durchs Innere durch. Hier schneide ich den Faden ab, denn der Restfaden reicht noch für eine zweite Nase. Jetzt fehlen nur noch die Hörner und die Augen, beziehungsweise das Geweih. Dazu nehme ich ein dunkles Braun und beginne auch hier wieder mit einer Schlaufe. Und häkel hier zwei Luftmaschen rein und dann sechs feste Maschen in die Schlaufe. 3, 4, 5 und 6. Häkel hier drauf eine Runde mit sechs festen Maschen. 1, 2, 3. 4, 5 und 6. So, bei so dunklen Farben ist immer ein bisschen schwieriger, die Maschen zu erkennen. Da braucht man helles Licht. So, nun häkle ich noch vier Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und nun häkle ich eine Büschelmasche wie beim Schwänzchen. Faden um die Häkelnadel legen, in die nächste Masche reingehen und den Faden nur durch die ersten zwei Schlaufen holen und das Ganze noch dreimal. Also insgesamt häkle ich vier solcher Stäbchen, die ich nicht abschließe, in diese eine Masche rein. Und zum Schluss habe ich diese fünf Schlaufen auf der Häkelnadel, wo ich nun den Faden durchhole. So, nun fehlt noch eine feste Masche, dann ist die Runde fertig. Und hier drauf häkle ich noch eine Runde mit sechs festen Maschen. Das ist jetzt alles ein bisschen klein, ein bisschen schwieriger. Da ist es natürlich, wenn man dickere Wolle hat, etwas einfacher. So. Und zum Schluss mache ich noch eine Kettmasche und schneide den Faden etwas länger ab. Das ist auch schon der erste Teil. Und genau so brauchen wir noch ein zweites. So, und diese zwei Teile werden nun auf den Kopf genäht. Und zwar achte ich nun darauf, dass diese Büschelmasche nach innen zeigt. Und dann nähe ich es unmittelbar über dem Ohr hier auf den Kopf. Hier können natürlich auch vorher Stecknadeln benutzt werden, um das Horn oder Geweih zu fixieren. Ansonsten zwischendurch immer wieder mal schauen, ob es noch in der gewünschten Position ist, dass diese Beule auch wirklich hier zur Mitte hin zeigt. Und dann einfach rundherum direkt über dem Ohr festnähen.
Nee, immer noch mal ein zweites Mal rum, dass ich auch ja nichts ablösen kann. Wenn es kein Rudolf das Rentier sein soll, kann man natürlich auch mit derselben Farbe wie hier die Teile die Nase aufsticken oder auch mehrere häkeln mit unterschiedlichen Nasen. So, auch hier ziehe ich den Faden wieder ins Innere. Und genauso nähe ich das zweite Teil hier fest. So sieht es dann aus. Also direkt oberhalb von den Ohren sind die festgenäht und jetzt fehlen auch nur noch die Augen. Dazu nehme ich einfach einen schwarzen Faden. Natürlich könnten hier jetzt auch kleine Kulleraugen oder so aufgeklebt werden. Und die platziere ich direkt an dieser Schnauze. Quasi an dem äußeren Punkt hier von der Schnauze. Über eine Masche. Und sticke mit ein paar Stichen so auf beide Seiten ein Auge auf. Bis die gewünschte Größe erreicht ist. Und genauso auf der anderen Seite, auch hier am äußersten Punkt. Ein paar Mal über diese Masche hinweg aufsticken, bis das Auge die gewünschte Größe hat, nach hinten durchziehen. Und fertig sind die Augen. Und gerne kann hier auch noch ein weißer Punkt reingestickt werden. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen lebendiger aus, wie bei diesem hier. Und fertig ist damit auch schon das kleine Rentier. Viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich ziehe das Fadenende natürlich auch hier wieder ins Innere.